Heute probieren wir mal etwas anderes aus. Ich dachte mir, ich präsentiere dieses Equipment jetzt mal auf eine andere Art und Weise. Eher so in einer Art Vorstellungsvideo und nicht nur mit Produktshots und einem Voice-Over. Weil das kann man zwar auch machen, aber ich finde, das sieht immer ein bisschen zu sehr nach Werbung aus. Heute geht es um den Modular Hip Bag von Tasmanian Tiger. Er ist aus 700er Cordura gefertigt und hat drei Reißverschlüsse von YKK. In der Länge beträgt der Hipback 28 cm, 14 cm in der Höhe und 7 cm in der Tiefe. Dieser Hipback ist in den Farben Schwarz verfügbar, offensichtlich. Dann noch in Oliv, Multicam, Coyote Brown und Steingrau Oliv in der Infrarot-Serie. Die Tasche ist recht schmal mit seinen 7 cm hier oben an der breitesten Fläche. Das ist der Form geschuldet. Die ist so ein bisschen dreieckig, sprich nach unten hin verjüngt sich das Ganze, was jetzt schon irgendwie Einfluss auf das Volumen hat, aber für die Alltagsgegenstände reicht es. Dieses Modell wäre kein Tasmanian Tiger Modell, wenn es nicht Molle hätte. In dem Fall ist es hier oben auf dem Deckel Laser Cut Molle. Das heißt, sieht so ein bisschen ziviler aus. Trägt auch nicht groß auf. Ich benutze es jetzt persönlich nicht, vielleicht mal für eine Taschenlampe oder so. Aber nice to have. Man hat hier an dem Hüftgurt einen typischen Schnellverschluss. Und auf der Rückseite, jetzt von hier aus gesehen, hat man hier noch einen kleinen Gummizug, um das überschüssige Material dann irgendwie festzubinden bzw. zu komprimieren. Also man hat hier an der Seite so eine Clips und mit diesen Clips hier kann man dann den Gurt lösen und die Tasche dann dementsprechend an einem Molle-System befestigen. Ich persönlich brauche das jetzt nicht, aber es ist natürlich ein cooles Feature und für Leute, die das machen wollen, die zum Beispiel sagen, hey, ich habe ein Warrior Belt oder so, was soll ich mit so einem Geflimsel hier? Ihr könnt dann quasi auch den Gurt abmachen und das an ein Molle-System ranstecken. Unter dem Deckel haben wir, wer hätte es gedacht, das Hauptfach. In diesem Hauptfach hat man hier hinten Laser-Cut-Molle-Befestigung mit einem weichen Klett. Um mal einen Vergleich zu haben, was hier alles so reinpasst. Wir haben jetzt eine große Powerbank. Ja, da können wir die hier reinmachen. Dann meinetwegen im Sommer, wenn ihr eine kurze Hose tragt, die keine wirklichen Taschen hat, kann man noch das Portemonnaie reinmachen. Und vielleicht noch Schlüssel. Also hier normaler mit Autoschlüssel, Hausschlüssel und so ein ganzer Kram. Noch mit einer integrierten Taschenlampe. Also jetzt nicht wirklich kleines Setup. Das können wir hier noch mit reindrücken, aber dann ist diese Tasche auch wirklich schon, ich sag mal, an ihre Belastungsgrenze gekommen und jetzt schon gut gefüllt, ohne dass sie sich ausbeult. Also du kannst da jetzt keine Wasserflasche reinmachen und hoffen, dass du die mitkriegst, weil das wird nicht passen. Dann haben wir auf der Vorderseite noch ein sehr kleines Fach, was mir persönlich aber ziemlich wichtig war, denn ich trage jetzt zwar Taschenlampe und ein Taschenmesser oder so immer in der Hosentasche. Im Sommer, wenn ich eine kurze Hose anhabe, die keine Taschen hat, dann habe ich aber hier den Vorteil, dass ich hier zum Beispiel mein EDC-Messer mit mir rumtragen kann, indem ich das hier vorne reinmache. Jetzt ist diese Tasche aber auch schon pickepacke voll. Und das Einzige, was noch reinpassen würde, wäre in dem Fall auf der Rückseite in das Geheimfach. Personalien. Wenn man auf Reise ist zum Beispiel, dann kann man hier so einen Reisepass reinmachen. Vielleicht ein ganz schmales Portemonnaie, wo man nur seine Karten drin aufbewahrt. Oder vielleicht ein paar Scheine oder so. Oder wie jetzt in meinem Fall als Veranschauungsbeispiel, so einen kleinen Block. Der passt natürlich prima hier hinten rein. Was kann ich abschließend zu dieser Tasche sagen? Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Tasche. Klar, es gibt tausend andere Taschen, die dieselbe Funktion erfüllen,
Mir war es halt wichtig, hier vorne die kleine Tasche separat vom Hauptfach zu haben, für meine Kopfhörer, für Kleinkram, den ich nicht großartig jetzt in der großen Tasche suchen müsste. Mir gefällt das Gurtsystem. Ich finde auch wenn ich es persönlich nicht brauche, die Idee ganz nett, dass man sich das nochmal schnell abschneiden kann und woanders ranmachen kann. Ansonsten, optisch muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die Tasche ziemlich cool. Des Weiteren ist es natürlich halt auch die Tasmanian Tiger Qualität. Das klingt immer so ein bisschen, als würde man keine anderen Marken kennen, die gute Qualität haben, aber ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht mit Tasmanian Tiger Produkten. Dementsprechend kaufe ich sie halt auch. Was mich am meisten stört an der Tasche ist, und das ist jetzt natürlich auch Heulen auf ganz, ganz großem Niveau, dass der Tiger nicht aufgestickt ist. Warum ist der gedruckt? Ich verstehe das nicht. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du brauchst eigentlich nur eine kleinere Tasche zur Erweiterung, um mal eben eine Powerbank mitzunehmen oder mal die Sachen vom Körper wegzukriegen und die Sachen trotzdem noch irgendwie dabei zu haben, dann finde ich, ist das eine sehr gute Bauchtasche.